Herzlich willkommen zu einem weiteren Sprachtutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Bilder transparent machen könnt. Das kann zum Beispiel wichtig sein bei einem Badge-Wettbewerb, weil ihr da die Badges eigentlich transparent einsenden solltet. Also, ich habe jetzt hier schon ein paar Vorlagen. Wenn ihr das Badge fertig habt im Paint, dann sieht das wahrscheinlich etwa so aus. Und jetzt seht ihr hier schon dieses Grün an den Ecken. Wenn ihr jetzt das Bild so klein macht wie möglich. So. Nein, geht noch ein bisschen kleiner. So. Dann werden diese Ecken werden jetzt eigentlich weiß. Dann nehmt ihr hier dieses Grün von Paint, was schon vorbeschrieben ist. Und macht diese weißen Ecken grün. Und dann könnt ihr es normal speichern. Dann sieht das dann so aus. Mit grün. Aber so wollt ihr es ja nicht. Ihr möchtet es dann durchsichtig haben. Dazu braucht ihr jetzt Fotofilter. Gibt es gratis auch zum Downloaden, zum Beispiel auf chip.de. Meine ist jetzt leider auf Französisch eingestellt, aber den gibt es bestimmt auch in Deutsch. Aber ich hatte bis jetzt eigentlich keine Probleme, weil ich hatte es früher schon und die Funktionen sind immer noch dieselben. Also man sucht jetzt das Bild. Das haben wir jetzt hier. Und jetzt seht ihr hier dieses Zeichen mit diesen grauen und weißen Vierecken und dem Männchen, was drauf ist, und wenn ihr drauf fährt, steht da schon Transparenz. Da drückt ihr drauf, dann auf Ja. Und jetzt fragt es euch, welche Farbe, dass ihr transparent haben wollt. Wenn es nicht die richtige Farbe ausgesucht hat, also die, die hier ist, könnt ihr die mit dem Pinsel aussuchen gehen. Aber wir wollen ja jetzt grün. Also grün, so. Dann die Toleranz, ist eigentlich egal. Weil wenn ich jetzt da auf Vorschau gehe, dann seht ihr, ist es schon weg. Dann auf OK. Speichern. Und schon sollte euer Bild fertig sein. Jetzt seht ihr, der graue Rand ist weg. Der grüne und der graue, beide sind weg. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.